Ich denke, der Astronaut wird ins Finale einziehen. Das ist meine Einschätzung. Denkt der Engel. Er performt aber auch eine supergeile Metal-Version wieder. Also das finde ich eben mega, dass du immer so dein eigenes Ding draus machst aus diesen Versionen. Also das auf jeden Fall ist sehr viel Respekt da. Großartig, ne? Also tolle Musiker, tolle Sänger. Allen. So Leute, ich ziehe mich aus optischen Gründen zurück. Aus optischen? Was ist das lustig? Das hab ich so nicht gewollt. Den hast du doch überlegt. Lass mal den Traum in Weiß nebeneinander stehen. Engel gegen Astronaut und wir fragen die Wand. Wie hat Deutschland abgestimmt? Wer wird demaskiert und wer ist noch eine letzte Runde weiter im Finale? Dieses Duell gewonnen hat. Du musst jetzt ganz stark sein. Come on. Der Astronaut! Der Astronaut! Wir sehen uns gleich, Astronaut, Engel, Metal-Engel, Metal-Engel, großartig. Was für ein Engel. Erinnert ihr euch noch? Erste Show, erster Auftritt. Der Engel kommt raus. Alle so, ja, okay, jetzt kommt eine Fiepsstimme. Und dann ging's los. Ja, und wir gerade noch war, so. Ich war so. Das ist auf jeden Fall Lena Gerke. Und der Finger an zu ist singen. Immer noch möglich, ehrlich gesagt. Lena Gerke, stimmt. Natürlich, noch wissen wir es nicht. Wer ist der Engel? Colleen, fangen wir bei dir an. Puh, ich würde dann jetzt mal mit Bülent Ceylan ins Rennen gehen. Die Zahlen, die er notiert, 0, 6, 2, 1, Vorwahl von Mannheim, 43, Alter von Bülent Ceylan. Ich gehe auf Bülent Ceylan. Max? Ist gewagt, ist echt gewagt. ich glaube, um die letzten paar Wochen noch mal Revue passieren zu lassen. Also Bülent Ceylan ist schon echt ein heißer Tipp. Aber ich glaube, es ist mein Buddy Luke Mockridge. Ja? Okay, was sagt Ruth? Ich schwanke echt. Sag du zuerst. Ich schwanke wirklich noch. Ich habe zu dem Thema alles gesagt, was ich sagen will. Und ich würde es mir, ich würde es mir so sehr wünschen. Das ist wie Dr. Eckart von Hirschhausen. Das wäre doch geil. Also das Lachen und die Gestik ist schon echt wühlend. Also ja. Ich bin ihm halt echt so auf den Sack gegangen die letzten Wochen immer. Ich habe ihm jede Woche eine WhatsApp geschickt und wenn er es nicht ist, dann habe ich echt ein Problem. Also dann muss ich, oh mein Gott. Oder ist es doch Tom Beck? Maybe. Oh Gott, ich denke Bülent oder ich sag Bülent. Okay, das sind eure Tipps. Never know. Bülent Ceylan, Dr. Eckart von Hirschhausen und es ist Luke ganz anders. Mockridge. Lieber Engel, du warst großartig. Eine... Eine weiße Pommesgabel aus Elfenbein gehört dir. Aber jetzt möchten wir wissen, wer du bist. Lieber Engel, bitte nimm die Maske ab. Amen.
sensationell. Bülent Ceylan! Bülent sieht nichts. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Sorry. Das war eine kranke Nummer, Sascha. Vor allem, wisst ihr, was das Krasseste war? Seit der, also ich muss mich ja geehrt fühlen von allen Fans hier. Seit der ersten Show, ja, mit Sweet Dreams, ja, wo ich das gesungen habe. Ist das sehr dark und so, aber da haben die Leute schon bei mir schon gewusst, das ist Bülent. Also zumindest mal so und so viel Prozent, also ich habe es echt gefühlt. Und das ist echt eine Ehre für mich. Es war gar nicht so, ah, jetzt kennen die mich schon, weil die meisten Fans haben mich an meinem Finger, weil ich kann die Finger so biegen und haben das gepostet oder wenn ich... Und ich denke, das kann doch nicht sein. Und am Knöchel haben die mich erkannt. Was gibt es hier für Fetischisten unter meinen Fans? Es ist unglaublich. Also es ist eine riesige Ehre. Was für ein geiles Bild das jetzt ja, auch ist mit super. Dem Kleidchen. Ja, und wisst ihr, wie schlimm das ist? Bei den ganzen Liedern, die ich da gemacht habe, nicht zu headbangen, das ist das Schlimmste. Es sind 30 Kilo, die ich trage. Ich habe hier einen Assistenten, der heißt Dennis. Der ist schon kaputt, der war jetzt auch zweimal schon beim Arzt. Der muss die Flügel halten die ganze Zeit. Dennis, danke, danke auch. Ich muss es echt sagen, hier gibt es so geile Vocal Coach. Also das ist ja nicht so, man macht es, weil man es schon mal gemacht hat. Nee, man muss das richtig üben, Intonationen. Viele schreiben jetzt, und das danke ich echt dem Andreas. Andreas ist mein Vocal Coach hier. Und auch die Katrin ist super, aber Andreas hat mich hier trainiert und der hat gemeint, hey, guck dir mal, was im Netz abgeht. Ich glaube, du musst eine zweite Karriere anfangen. Das ist so. Das war so geil. Ich habe hier nur für Fun mitgemacht, Leute. Es hat so Spaß gemacht. Und du warst so großartig. Du warst so großartig. Und danke an alle. Danke auch an meine Familie. Danke an Martin. Matthias, du hast so geil moderiert. Danke, danke dir. Vor allen Dingen, wenn du das siehst. Das sieht ohne Maske sieht das so unfassbar geil aus. Das ist so cool. Cinderella Ceylan, unfassbar. So, und jetzt noch mal Bülent. Das sieht krass aus. Ohne Engelmütze. Das erste Lied, ja. Ja, hau noch mal rein. Bülent Ceylan, ein kurzer Ausschnitt. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Dankeschön! Hey, Imagine Deutschland, habt doch eine Chance! Dankeschön! Danke an meine Familie, danke an das Team, danke an das geile Publikum. Und ich fahre rein, ich sag euch was! Ich werde in meiner Comedy-Show 10 Lieder singen vom Masked Singer! Für euch mache ich das als Zugabe im Comedy-Programm. Tschüss, ich liebe euch! Bülent! Nimm mit deinen Applaus! Tschüss, ich würde gerne fliegen! Ja. Super Türk! Dankeschön! Oh. Was ist das schon wieder? Es ist schon viel. Ganz ehrlich, wie soll man das verkraften, diese Bilder? Oh. Da liegt der Engelkopf. Bülent Ceylan. So, jetzt konzentrieren wir uns alle noch mal wieder. Es ist ja immer noch nicht vorbei. Wir haben immer noch zwei da draußen. Wir haben immer noch zwei. Jetzt kommt der ultimative Showdown. Wir haben das allerletzte Duell in dieser ersten Staffel The Masked Singer Germany. Und so heißt es.